Now I have the pleasure to introducing Dorota Masłowska, who will be with us online. Leonid, can you make her full screen? Hello, Dorota. Dorota Masłowska is a Polish writer, playwright, and journalist born in Wejherowo, Poland in 1983. She made her literary debut in 2002 with her novel Wojna Polsko-Ruska pod Wlagą Biało-Czerwoną, Snow White and Russian Red, at least this is the German translation, which quickly became a bestseller in Poland and earned her international recognition. Her works have been translated into more than 20 languages and have received numerous awards, including the Nike Literary Award, the most prestigious literary prize in Poland. Dorota Masłowska is a leading voice in contemporary Polish literature. Her most recent novels, also published in German, were Bowie in Warsaw and Other People. In 2020, Dorota Masłowska received the Göttinger Samuel Bogumił Linde Prize. In addition, I would like to highlight that she was also awarded the Paszporty Polityki in the category of Culture Creator in 2022, a very important Polish prize. Last month, her hip-hop album with the title Wolne Free was published. Next month, her new book, Mam tak samo jak ty, I feel the same as you, will be published. It is the collection of columns written by Dorota Masłowska for Tygodnik Powszechny from autumn 2020 to autumn 2022. And we will hear two of them today, read in original in Polish language. So please take the translation of the next text in English and German if you need one. So, Dorota Masłowska, we are delighted to have you here. Although, unfortunately, due to change plans, you can only join us remotely of Chicago, but the floor is yours. Thank you for being with us here. Thank you very much for the invitation. I regret that I can't be with you in person. I'm in stage right now, so I'm saying hi to you and also to Rita Czapka that I know for some reason. I will start with the text titled Pawn Shop. It's about, in general, it's about gentrification of Warsaw. That is the process that is very advanced and very visible and very omnipresent. So it's just impossible to get rid of remains of the past and remains of reality and just poverty around. So I'll read it in Polish. Nie mam na to precyzyjnych badań naukowców, ale przeczuwam złoże egzystencjalnego niepokoju w funkcjonowaniu w przestrzeni nieustalonej, ulegającej notorycznym przekształceniom. W mieście bezustannie renegocjowanym, w którym nigdy niczego nie można być pewnym. Wygląda to często tak. W jakimś budynku najpierw przestają wisieć firanki i palić się światła. Potem niepostrzeżenie znikają ściany. Za giga zasłoną coś się roi, gramoli. Rośnie jakaś konstrukcja, żurawie, łomot, warkot, szczęk, zrzędzenie i zawodzenie maszyn. Nie można nigdy domyślić się, dopowiedzieć sobie, co się za niej wyłoni, zakopiańska chata czy chromowana półpiramida. Miasto przekształca się prawie niezauważalnie, przekłada swoje klocki lekko, jakby było z kartonu, skazując swych mieszkańców, zwłaszcza tych mniej doświadczonych, na ciągłe orientuj się. Po prostu któregoś dnia, jadąc przez miejsca najbardziej znajome i oczywiste, przepatrzone oczami na wylot, doświadcza się charakterystycznego mikrodreszczu warszawskiej dziwności. To silne wrażenie, że wszystko jest tak samo, ale zupełnie inaczej. Ktoś poprzestawiał domy, rozplątał ulice i puścił tramwaje w drugą stronę. Nielogicznie przebudowane place czy ulice stają się niemożliwe do zapamiętania. Można chodzić w tej i we w tej i za każdym razem nie wiedzieć, gdzie się jest, tak jakby umysł nie potrafił ich do końca czytać. Architektoniczne przetasowania tak wpisały się w moje doświadczenie Warszawy, że nie zawsze je rejestruję. Co jakiś czas pośród pistacjowych bloczków wyłania się kolejny drapacz chmur z szarego szkła i luster, niby statua ku czci TVN-u.
Wyobraźnia dopowiada sobie jego wnętrze, chłodne i metaliczne, portiernie, bramki, poszum ruchomych schodów. Przeszklone apartamenty piłkarzy wykończone betonem i złotem, diety pudełkowe psujące się pod drzwiami, jazgot blenderów, w których miksują się spirulinowe koktajle. Ale warszawskie enklawy nowoczesności i bogactwa nie są nigdy do końca spełnione. Zawsze uporczywie podmywa je rzeczywistość. Tego nie zobaczycie w serialach o akantach i blogerkach modowych tęskniących za szczerą miłością. Niepokojąco blisko szklanych domów łopoczą bowiem na zimnym wietrze strzępy starej tkanki miejskiej, nieugięte w swej szpetocie i niedorzeczności. Nieszworny grzyb robak, najpierw przepłoszony doniosłością budowy, stopniowo przypełza z powrotem. Rozpadające się pawilony, biblioteka miejska z witryną chwalącą 174. urodziny Henryka Sienkiewicza i szczęka z bieda drożdżówkami. Jakaś babcia zawsze zepsuje dekorum, sprzedając z gazety korale, chustkę, grzałkę do herbaty, siatkę i jeden numer ciny z marca 93. Grudzień, ten handlarz szarzyzną, w tym roku wybitnie ospały i bez żyłki do interesów. No ale jakieś tam interesy zawsze się kręcą. Codziennie sejmik zziębniętych facetów różnych nacji i raz przed Lombardem. Na coś zawsze tam czekają, o coś palą papierosy, coś tam kombinują. Obok marzną, udając, że niby w zupełnie innej, niezwiązanej z tym sprawie, zestresowane kobiety w niedzisiejszych kurtkach ściąganych w pasie, czapkach z włosami trolla. Wszyscy skracają sobie czas gapieniem się w wystawę. Ta prezentuje tajemniczy w swoim bezsensie wybór przedmiotów udających drogocenne. Tajemnicza, jakby niewystępująca w przyrodzie elektronika, lokówka nieistniejącej firmy, mało rozpakowywana, LED-owy dekawitator twarzy, plastikowe popiersie prezentujące bursztynowe korale, podświetlana deskorolka i płyta Ewy Demarczyk. Bardzo dziwne to bogactwo, paradoksalna i chaotyczna kolekcja kosztowności biednych ludzi. Jakoś cieszy mnie, że miasto przyszłości nie może uciec daleko przed miastem przeszłości, że muszą jakoś absurdalnie koegzystować, naznaczając się nawzajem dziwną melancholią. And the next text I'm going to read is Żabka Metafizyczna. And Żabka is a Polish, I would say, 7-Eleven. Just a very common small shop that where you can buy mostly alcohol, but also some very common things that you need. Kiedyś była dla mnie banałem banałów rzeczywistości. Żabka małą literą, można by mówić zbiorczo na prozę życia. Kefiry, faktury, bryzery, papiery toaletowe. Dziś nadszedł czas, by to wszystko odszczekać i przyznać, że nie ma na tej ulicy drugiej przestrzeni w tym stopniu socjologicznie zagęszczonej, aktywnej, tak bogatej w sensy. Przestrzeni czynnego przenikania się ludzkich spraw. Szczęścia z nieszczęściem, przyjemnego z pożytecznym, nieprzyjemnego z niepożytecznym. Moja Żabka jest urzędem, stołówką, źródełkiem, klubem dyskusyjnym, świetlicą, centrum integracji i dezintegracji, domem Polaka. Ustawienie półek i kas jest takie, że już jedna osoba oczekująca na hot doga z sosem arabskim wytwarza tłok, dwie zaś nabuzowany, łatwopalny tłum. To sprzyja interakcjom, konfliktom, jednak przede wszystkim występom. Mają tu swoje epizodyczne recitale ekomaniacy i lokalnie wariacji, jednak głównie pozostaje Żabka sceną latającego teatru pijaków ochockich. Na co dzień pozbawieni głosu tu mogą go uzyskać, przynosząc 10 butelek po królewskim, korzystając z faktu, że zaksięgowanie ich, opisanie, wprowadzenie do systemu krajowej ewidencji butelek zwrotnych zajmuje sprzedawczynią ładnych parę minut. To w lecącym na fast forward w świecie Żabki jest wiecznością. Czują się więc w obowiązku, by jakoś ją innym klientom zapełnić. Nierzadko w sposób prowokacyjny. Antycypując zastrzyk gotówki, wołają sobie z bogatej oferty zdrapek i kuponów jakieś lotto albo euro jackpota.
W ten sposób przez chwilę balansując na pograniczu obrzydliwego bogactwa, stają się pewni siebie i buńczuczni względem gromadzących się za ich plecami w coraz bardziej zniecierpliwionym ogonku normalnie pijących ludzi. Zazwyczaj poza hierarchią teraz są niemalże bogaczami. Kontemplują to. Rzucają wyzwanie losowe i patrzą, jak leci. Leci sobie, leci, nie spieszy się, leci. Nim chybi, jest przecież jakaś szansa, że trafi. I cała pieczołowicie usypywana dzień po dniu przez normalnie pijących ludzi mandala społecznej zależności rozsypie się w chaos, a smoothies, mango ananas, kanapki z pastrami, sushi, przyzwoite wino do 30 zł i bukiety jarmużu wypadną im z umytych do czysta antybakteryjnym mydełkiem dłoni. To taki specyficznie podniesiony głos, gdy niby mówi się do kogoś, ale tak, by słyszeli to wszyscy. Niby to dialog, lecz tak naprawdę to dialogi. Gdy koło fortuny kręci się niechętnie i bez przekonania, pijacy perorują swoimi donośnymi, skorodowanymi głosami o milionach, o odzyskiwanych kamienicach, o Morawieckim, o politykach i złodziejach, przewałach i koniunkturach, wtykając między swoje baśnie przeschnięte bakalie żarciku. To bywa bardzo irytujące, zwłaszcza dla tych, co wyskoczyli tu tylko na chwilę, na pożywny, gorący posiłek. Nowa kuchnia polska ma swojego niekoronowanego, wybranego w wolnych, nieświadomych wyborach króla – hot doga. Rozpędzeni ludzie chcą połknąć go bez gryzienia i mknąć z powrotem do swych pilnych spraw. Latający teatr pijaków drażni się z nimi, wlewając do maleńkiej żabki oceany swojego bezwartościowego czasu. Ten czas to pieniądz, ale sprzedawczynie nie okazują im zniecierpliwienia. Zastygłe w klasycznej figurze kulturowej kobieta słuchająca nietrzeźwego mężczyzny, z niewzruszonymi twarzami, oczami patrzącymi nieobecnie w dal, w myślach robią obiad, pranie, piszą usprawiedliwienia wagarującym synom. Ustami zaś dopowiadają jakieś fatyczne, a pewnie, biednemu wiatr zawsze w oczy. Milionerzy to w lotto nie grają. Za nimi wielkie, ciągle przewracające się i osypujące domino paczek Zalando, skrywających spodnie, buty i swetry zamówione przez mieszkańców budynków w jakieś smutne, samotne wieczory. I tak mijają dni, tygodnie, miesiące i lata. Ta młoda z groźną kołczastą różą wykwitającą z nadzielonej koszulki polo, nie wiem, kiedy z nieśmiałej dziewczynki udającej sprzedawczynię przeistoczyła się w pozbawioną złudzeń profesjonalną sklepową. Nie wiem, kiedy jej wzrok stał się stylowo nieobecny, zamyślony, kiedy zaczęła mówić tym niewzruszonym, bezinterpunkcyjnym ciągiem. Tylko ten napój, gotówka, karta, może hot dog, kawka, serdecznie dziękuję. Gdy skrócony do minimum, zautomatyzowanym gestem, właściwie samym jego zalążkiem, wskazuje nie automat do kawy, rejestruje nowy design kubków. Wstawią je napisy szczęście, sukces, miłość. Obok gumy do rzucia maseczki, płyn do dezynfekcji, kondomy i kupony lotto. Zaklęte w drobnych przedmiotach beznadzieja i doniosłość, skomplikowanie i nieskomplikowanie naszego istnienia oszałamia mnie tu każdego dnia. Koniec. Thank you, Dorota. That was really stunning. Dziękuję bardzo. Pięknie. Dziękuję. We will discuss this later and now we continue with our last reading for today by Barbie Marković. Barbie Marković, born 1918 Belgrade, studied German studies and has been living in Vienna since 2006. In 2011-2012, she served as a writer in residence in Graz. Barbie Marković gained acclaim in 2009 with her Thomas Bernhard Remick novel Ausgehen. Her novel Superheldinnen was published in 2016 and received the Alpha Literature Prize, the Adalbert von Chamisso Prize for Emerging Artists, and the Prisnitz Prize in 2019. In 2017, Barbie Marković participated in the Bachmann Prize reading. And in 2018, Superheldinnen was staged at the Volkstheater in Vienna. She has written numerous short stories, plays, and radio plays. Her latest publication with Residenz Verlag is Die verschissene Zeit. It was published 2021. I really love this book.
Today she will read a fragment from Superheldinnen in German. Please also take translations in English. I'm really happy that you're here with us, Barbie, please. The floor is yours. What happened? Okay. Hello. Am I on? Okay. Ja, Superheldinnen, passend zum Thema. Etwas Unerwartetes war passiert und unsere Leben waren danach nicht mehr dieselben. Der entscheidende Tag war ein Samstag im Sette Fontane. Heute weiß ich, wie alles ausgegangen ist und kann daher einiges aus unserer Vergangenheit erklären und unsere Gewohnheiten beschreiben. Ich spreche über Städte und darüber, was man in ihnen sehen konnte, in dem Jahr, als Rabia starb, das rotzige Kind auftauchte und ich den Sommer in Belgrad verbrachte, um Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Ich spreche auch darüber, wie ich mich 2 Jahre später mit meinen Freundinnen in Wien traf, in der Stadt unserer Wahl, um unser eingespieltes Samstagsritual zu vollführen. Was ich jetzt weiß, aber damals nicht wissen konnte, ist, dass wir alle 3 geheime Motive hatten und dass wir, jede auf ihre Weise, vor allem im Sinn hatten, dem depressiven Zustand, in dem wir uns schon seit Jahren befanden, ein Ende zu bereiten. Es war ein Zustand, der uns zu Frauen unserer Zeit machte, zu Hauptstädterinnen, die ein schlechtes, zum Teil allergisches Verhältnis zur Natur pflegten. Wir kannten das Leben nur aus der städtischen Perspektive und leider zählten wir nicht zu denen, die in ihrer Kindheit Schweineblut in Eimern aufgefangen hatten. Häufig unterzogen wir Städte einem Vergleich, weil die Wahl des Wohnortes für uns eine große Freiheit und eine fürchterliche Verantwortung bedeutete. Jede von uns hatte bis zu dem entscheidenden Samstag mindestens einmal im Leben das Land gewechselt und die Konsequenzen dieser Entscheidung getragen. Eine relative Armut war unser kleiner Fluch. In Übereinstimmung mit der üblichen Rollenverteilung in einem Freundschaftsdreieck und den 3 einzigen Möglichkeiten, mit Problemen fertig zu werden, zu sterben, den Aufenthaltsort zu wechseln oder etwas zu verändern, verlangte jede von uns nach einer eigenen Intervention. An jenem Tag sprachen wir alle ausweichend und pokerte jede gegen jede, dann wieder eine mit der anderen gegen die dritte, um unsere jeweiligen Ziele zu erreichen. In der Geschichte, die ich erzähle, triumphiert am Ende das produktive Prinzip der dritten Freundin und Retterin und die ganze Sache kulminiert in einem neoliberalen Roboter-Self-Tracker-Astronauten-Happy-End. Natürlich hat jeder das Recht auf seine eigene Meinung. Alles, was ich beschreibe, ist normal und logisch. Menschen fallen auseinander und tun seltsame Dinge. Das liegt daran, dass jeder irgendeine Schwäche hat, sowie eine Vorstellung davon, was ihm helfen könnte. Schon lange verfügten wir über geschärfte Sinne zur Vermeidung von Wiener Hundekot. Teenagerinnen wurden Mütter. Die Internetplattformen baten die Menschen darum, ihnen ein Detail über ihre Präferenzen und Gewohnheiten zu verraten. Und wir 3 kannten weiterhin niemanden in der Stadt, der gestorben war, und fühlten uns nicht eingeengt, sondern beklommen. Wir fürchteten, der Wind könnte uns davontragen. Bis zum Schluss deutete absolut nichts darauf hin, dass alles gut ausgehen würde. Die schlechten Vorzeichen waren allgegenwärtig. Auf dem Weg zum 7-Brunnenplatz stieß ich an der Treppe auf einen Kotzfleck mit einem Durchmesser von 1/2 Meter und dachte, dass nun die Zeit für Veränderungen gekommen war. Zumal mitten in der gelben Säure eine Taube stand und aß. Und da die Masse flüssig war, warf die Taube von Zeit zu Zeit den Kopf nach hinten, um besser schlucken zu können. Und von ihrem Gesicht ließ sich ablesen, dass sie glücklich war, während sich von meinem Gesicht ablesen ließ, dass ich nicht glücklich war.
Wie dem auch sei, als ich die widerliche Szene auf der Treppe beobachtete und mir sagte, dass die Zeit reif war für Veränderungen, da dachte ich an ganz bestimmte Veränderungen. An diesem Samstag hatten wir, so wie jeden Samstag in den 2 Jahren davor, ein Treffen im Café Sette Fontane am Siebenbrunnenplatz vereinbart. Es war März in Wien und aufgrund des Sonnenmangels waren unsere Gesichter weiß wie die Wand. Die Depressionen rissen uns in Stücke, zerrten an uns und nagelten uns am Boden fest. Wir waren zu nichts zu gebrauchen. Obwohl, wie ich glaube, zwischen uns echte Freundschaft herrschte, begannen wir das Gespräch nicht mit Berichten über unseren jeweiligen inneren Zustand. Die Samstagstreffen im Sette Fontane drehten sich nicht um schlichtes Kaffee trinken, Lachen, Weinen und den Austausch von privaten Informationen. Es waren ernstzunehmende Arbeitssitzungen, die strengen Konventionen und einer klaren Tagesordnung folgten. Wir begannen um etwa 10 Uhr morgens, wobei Direktorka immer 5 Minuten und Mascha 10 Minuten zu spät kam. Direktorkas 5-minütige Verspätung war einer Machtdemonstration innerhalb der Gruppe geschuldet, eine Folge ihres Komplexes, während Maschas 10 Minuten nichts anderes bedeuteten als ihren aufrichtigen Versuch, rechtzeitig anzukommen. Nachdem Mascha durch unzählige Stationen ihres voll ausgebuchten Universums gerast war, stürmte sie außer Atem herein, entschuldigte sich und holte eine riesige Menge an Material heraus, an dem sie im Laufe der letzten Woche gearbeitet hatte. Ein Blick auf ihre beeindruckende Datensammlung ließ jegliche Kritik an ihrer Verspätung im Keim ersticken. Wir waren uns der Verantwortung, die mit unseren besonderen Fähigkeiten einherging, bewusst. An jenem Samstag legte jede von uns ihren Stapel Fotos, Zeitungsausschnitte und Notizen auf den Tisch. Es konnte losgehen. Jetzt ein paar Notizen. Wien. Im Café Siebenbrunnen an der Ecke Rheinpristorfer Straße servierten die Kellner den Gästen ein Puttenschnitzel mit Nudeln für 7,50 Euro. Die Mistkübel riefen den Passanten zu. Kosten Chick, bau keinen Mist. Für sämtliche Fragen bezüglich Mülltrennung stand den Bürgern das Misttelefon zur Verfügung. Den Menschen wurde geraten, sich auf das Leben einzulassen finden, wenigstens ein Ausflugsziel. Eines von den 68 Top-Zielen in Niederösterreich. Zum Glück war alles einfach dank Mobiltelefonie, Internet und Fernsehen. Die Bürger rappelten sich auf und nahmen am Bildungsvolksbegehren teil, aus Angst, Österreich könnte sitzen bleiben. Jede Unterschrift zählte. Der Siebenbrunnenplatz befand sich im Bezirk Margareten. Man trank Zipferbier schon seit 1858. Man aß frische Gans mit Rotkohl und Knödel um 16,80 Euro. Man aß hausgemachte Mehlspeisen und trank Schaumwein mit Honigmelone. Zipfer war wie ein Glas heller Freude. Die Leute aßen Torte und Tiramisu und lasen Ankündigungen für Konzerte von Halit Bešlić und der alten Band Crvena Jabuka und sogar für das Megakonzert von Lepa Brena, powered by ichliebeautos.com. Die Zeiten waren traurig und viele Menschen nahmen unter der Woche ausschließlich mittels Fernsehen am gesellschaftlichen Leben teil. Der Kurier war die echte Zeitung, die grausame Wirklichkeit. Die Billa-Filiale war wieder überwacht. Lange Finger hatten kurze Beine. Die Ware war elektronisch gegen Diebstahl gesichert. Alles war gesichert. Die Einkaufswagen warnten die Käufer. Wir müssen drinnen bleiben. Die Kunden, die das Vertrauen des Supermarkts genossen, hatten die Gelegenheit, die Epiphanie der extremen Billa-Qualität beizuwohnen, nämlich am Beispiel des Schweinsbratens ohne Knochen, gewürzt und Backrohr fertig. Durch die Adern des Supermarkts floss grüner Strom, der aus der makellos sauberen österreichischen Wasserenergie stammte. Die Filiale dachte nachhaltig, scheute keine Verantwortung und bemühte sich, ihren Billa-Standards gerecht zu werden. Sie rief die Bürger auf, ihre Traumkarriere zu starten. Einige wollten Leiter der Delikatessenabteilung werden.
Am 11. November war der Tag des Apfels. Vom Konsumenten wurde erwartet, den Feiertag des Apfels durch den Kauf eines ganzen Eimers Äpfel zu begehen. Knackige, frische Äpfel, rote und golden delicious. Vor dem Geschäft befand sich ein Parkplatz für Hunde. Alles wurde immer besser und besser. Robert Sommer stellte in diesem Jahr sein Buch über die Armen vor, in dem stand, dass die Armen ohnehin schon am Rande wären und dass sie, wenn sich nichts änderte, für immer am Rande bleiben würden. Robert Sommer war Autor, Gründer der Straßenzeitung Augustin und Co-Initiator des ersten offenen Bücherschrankes im Bezirk Margareten. Freier Eintritt, Spenden willkommen. Jeder, der wollte, konnte sich ein Buch nehmen. Der Bücherschrank befand sich im türkischen Restaurant Mimosa am Siebenbrunnenplatz. Manche wollten nicht im Restaurant sitzen, also packten ihnen die Angestellten ihre Mahlzeit in Alufolie und weiße Styroporschachteln ein, ungeachtet dessen, ob sie etwas Flüssiges wie etwa eine Suppe oder etwas Festes wie eine gebratene Hühnerkeule mit Kartoffeln und Reis mitnehmen wollten. Auf dem Platz spielte sich der ewige Kampf zwischen Amor und blankem Hass ab. Alles wurde immer besser und besser. Die Menschen mussten bis zu ein Jahr lang keine Kontospesen bezahlen. Das war ein typisches Angebot der Bank Austria. Eine Bank, die ihren Kunden ein Erfolgskonto versprach und Karten mit unterschiedlichen Motiven zur Verfügung stellte. Willkommen bei der Bank Austria. Das Leben war voller Höhen und Tiefen, aber die Bank war da für die Menschen, die ihre Kunden waren. Die Kontoführung war ein Jahr lang gratis und das galt für alle neu eröffneten Erfolgskonten. Ausnahmen gab es. Das typische österreichische Leben, gelebt vom typischen Mann Max Mustermann. Die Bank Austria schenkte ihm zum Beispiel ein gratis Konto für ein Jahr. Eine solche Großzügigkeit war typisch für Wien, typisch für die Bank Austria. Das Leben war voller Höhen und Tiefen, die Bank belagerte ihre Kunden. Alles wurde immer besser. Horsten Tschick fragte der Mistkübel. Der Siebenbrunnenplatz wurde wieder überwacht zur Sicherheit der Bürger. Das Geld war im Umlauf. Für nur 30 Euro konnte der österreichische Bürger einem Blinden in der dritten Welt das Augenlicht zurückgeben. Die Bewohner Wiens wussten, dass sie alles in der Hand hatten und dass sie keinen Mist bauen durften. Wien war anders als die anderen Städte. Die Menschen hatten sich mit dem Verbot herkömmlicher Glühbirnen einverstanden erklärt, weil sie gut von böse und richtig von falsch unterscheiden konnten. Dennoch wussten sie, dass ausgebrannte Energiesparlampen ihnen zu Lebzeiten gute Dienste erwiesen, aber als Abfall nichts als Kopfzerbrechen bereiten würden. Helle Birnen entsorgten richtig. Viele wollten die Atomenergie hinter sich lassen. Sie kämpften für den Austritt Österreichs aus Euratom. Eine Familie suchte in der ganzen Stadt ihren sibirischen Husky. Der Hund war gestohlen worden. Er hatte ein blaues und ein kastanienbraunes Auge sowie eine Narbe unter dem blauen Auge. Ballspielen war auf dem Platz verboten. Die Ware war gut. War alles zufällig? Horsten Tschick fragte der Mistkübel den Passanten und dieser hatte alles in der Hand und er bemühte sich, keinen Mist zu bauen. Ich hatte schon immer den Eindruck, dass unsere Kräfte auf eine gewisse Weise dark waren. Ich konnte mir selbst die Frage nicht beantworten, ob unser Pessimismus eine Folge dieser Kräfte war oder ob im Gegenteil unsere Kräfte in den finsteren, von Teer überzogenen Untiefen unserer pessimistischen Seelen entstanden waren, als Geschenke des Schicksals. Von Idealismus ließen wir uns nur bis zu einem gewissen Grad leiten. Wir übten den Blitz und die Auslöschung deshalb aus, weil wir es konnten. Wir waren einsam und gaben uns Mühe, unsere Selbstachtung zu retten. Einmal hatte mich ein Bekannter gefragt, warum meine Gedanken so schwarz waren, warum ich in unangenehmen Erinnerungen herumwühlte und warum ich so finster war. Und ich hatte ihm geantwortet, eines Morgens um 5 musste ich auf der Kreuzung Rheinprechtsdorfer Straße und Arbeitergasse das Glück an ein rotziges Kind verkaufen, und zwar für wenig Geld. Und wenn ich jetzt ansetze, etwas zu sagen, dann kommt nur der Blues aus mir heraus.
Das rotzige Kind wirkte eigentlich in einer anderen, viel größeren Stadt als Wien, aber das war ja nicht von Belang. Im Grunde stimmte die Aussage. Außer diesem Urpessimismus, diesem Gefühl, das sagt, dass nichts jemals gut wird, hatten wir drei noch etwas gemeinsam, nämlich unser Interesse für verfehlte Biografien und für das Scheitern. Die Rektorka hatten wir auserwählt, als wir wegen des kosmischen Gleichgewichts und der Akkumulation von Macht eine Dritte in der Gruppe brauchten. Ihre Empathie ließ sie aus allen Kandidatinnen herausstechen. Im Gespräch mit ihr merkten wir, dass sie in der Lage war, in sehr kurzer Zeit und mit einem Minimum an Informationen abzuschätzen, was die Menschen in ihrer näheren Umgebung quälte. Sie wusste, ob sie Zahnschmerzen hatten oder dachten, ihr Oberteil stünde ihnen nicht gut, ob ihre Katze gestorben oder sie selbst gekränkt oder krank waren. Sie war unfehlbar, wenn auch eine Autodidaktin. Ich weiß noch, wie wir alles außer den Textilblumen, die angeklebt waren, vom Tisch räumten, damit der Kellner genug Platz hatte, um drei ovale Tabletts aus Blech mit drei Kaffees und drei großen Gläsern Wasser abzustellen. Er brachte uns jeweils ein großes Glas Wasser, weil er unsere Gewohnheiten schon kannte. Er wusste, dass wir im Laufe einiger Stunden im dunklen Kaffeehaus am Siebenbrunnenplatz ein oder zwei Getränke zu uns nehmen würden. Und außerdem dachte er, dass unser Lebensstandard niedrig sei, so wie bei den meisten Gästen des Sette Fontane. Er war wahrscheinlich der Meinung, dass wir nicht viel verdienten, und er hatte recht. Wir essen zu Hause, sagten wir, obwohl uns niemand danach gefragt hatte. Wir waren mit wertlosen Fähigkeiten ausgestattet und deshalb brachte uns nichts, was wir tun wollten und konnten, genug Geld ein. Auf der Rangliste der Menschen standen wir nicht besonders weit oben. Wir machten wirklich widerliche Dinge, um zu überleben. Man konnte uns alles Mögliche nachsagen, nicht jedoch, dass wir das Leben nicht kannten. Das Leben kannten wir. In schlechtem Licht, wie den Körper eines kranken Klienten, den wir schon oft gebadet und an- und ausgezogen hatten. Wir hatten Erfahrung und wir hatten die Nase voll. Marsha begann. Sie holte ein Blatt Papier mit ihrem Vorschlag aus einer Klarsichthülle und gab es uns zu lesen. Ich musste verkehrt herumlesen, weil ich ungünstig saß. Heute Abend denken wir an Alfred, der 54 Jahre alt ist und vor kurzem seine Arbeit verloren hat. Alfred war mehr als 20 Jahre bei einem Arbeitgeber angestellt und jetzt hat er kaum Chancen, eine neue Arbeit zu finden. Richten wir unsere Gedanken auf ihn am Mittwoch um 18 Uhr und helfen wir ihm, sich zu sammeln und weiterzugehen. Danke. Thank you, Bobby. That was stunning, really. Now we will go on with a question round. I will have one question for both ladies, a very bold one, and then we will open the floor for some questions from the audience. Thank you, Bobby. Dorota, can you hear us? Yes, I can hear you, but can you hear? We can't hear you. Bobby, nice to meet you. Say something. Do you hear me? Yes, yes. Now it's good. Now it's perfect. Thank you. Okay, before we move on to the questions from the audience, I would like to ask you a very general question, because, I mean, the theme of the festival is inequality and transformation. So I would like to know if you somehow, when you write, do you address this topic of inequalities consciously? Do they play a conscious role in the process of your writing? Or does it just happen? And what role can literature play nowadays in promoting social justice or inspiring change? Or does it have to have a mission or no? And I would like to hear some subjective thoughts on that from you. Who's first? Maybe Barbie, as a physically present person. Okay, yeah. I think, I mean,
I think I didn't start writing about those subjects consciously, but at some point I was talking about my work and then I realized it's all about class. Like it's everything I write is about this one, not everything, but the most things are about this kind of injustice in the world, I guess. And I seem to be really, like this seems to be my subject. So now, yeah, I'm more and more conscious about it, but it doesn't really change my writing. It was always my subject. I just didn't realize it maybe for 10 years ago or something. Yeah, but And the thing here is I would say that it's not on purpose, but I think that this material inequalities it's a subject that gives a lot of tension to our social life. I even think that it's the main tension nowadays. And that's why even if I don't want to write it, it's writing itself. It's writing about it itself. Okay, thank you. And another just a continuation. Sorry, I don't want to take too much place because you recorded a hip hop album because you said that you couldn't find forms in literature. You would like to express the things you express through hip hop music, and that would be connected to the question I also somehow wanted to address: which role does literature play nowadays? Which power does it still have? I would say that I recorded the album. I started to do hip hop because I felt that increasingly literature is weaker and weaker. I mean that public life is in Poland is on the verge of explosion, and publicists, journalists, writers, all of them, they use bigger and bigger and more drastic words, and these words don't work. I think that we intellectuals are far behind some border of weakness and helplessness. And that's why I felt that I need a different way of expression, more drastic, more informal, more irrational, I would say. Yeah, I'm trying to be drastic, informal, and irrational in the literature because I cannot really do, I'm not good with music, but actually I find that hip hop is text work, so you didn't go that far. And I really respect some of the these lyrics that I also like to, I don't know, read and yeah, so I think I don't know, I just have literature, I cannot change, this is the only thing I can do, so I guess as long as it persists I will be doing it, but also I mean every kind of text work I would try, like I also mean the plays and stuff when I say literature, but telling stories, trying to verbalize human experience, this is the only thing for me in the arts. So yeah, this is, I don't know what it can do. It can do for me personally, literature, when I was small, it was everything. Like it's where I became my information from about the world. It's what always would change my life, make me aim for other things, make me think that I'm better than whatever. Yeah, so it can do things. It can probably not do things quickly for everybody, but for individuals it can change worlds. Thank you, Barbie. Thank you, Dorota. So I would like open the floor for questions from the audience. Are there some?
I can see the audience. Are there any questions? Well, thanks to both of you for these texts, for these readings. I guess my question is maybe relevant for both of you. It actually doesn't have much to do with inequality, but rather with the fact, I mean, both of you read about, or you wrote about and then read about specific places you live in, Vienna, Warsaw. And I wonder, like for instance, the Vienna text I could totally relate to because I live here and it resonates with people. I guess the Warsaw text very much resonates with people from Warsaw. I wonder, I don't know. I mean, I guess your books sell, right? So it's, I suppose it resonates beyond that. I don't know if that's a very meaningful question, but how, I don't know, what is it in your opinion that resonates? I don't know, that these localities, these places say about life itself, or I don't know. Yeah, well, that is actually, so I will start because that's actually that I'm sometimes thinking of, because I also sometimes write about Belgrade, where I actually come from, and then everybody's like, yeah, but that's local stuff from Belgrade. But if it's about, I don't know, Maine, and it's written by Stephen King, nobody asks why he only writes about his hometown. And of course, I am always trying to have some kind of I don't know, global human experience in my books. And I mean, you cannot do otherwise. I try not to go too local so that it's still relatable for somebody, I don't know, else, not Viennese or anything. But I think that you are really actually quickly there. Like it's the local stuff is not that local. Maybe we were now reading really, like I read this Vienna part, so, but also in this book I have like chapters with Belgrade and Sarajevo, and they were meant to be compared also because they are like different places in time, and yeah, in the same time. So I guess yeah, you always have some place where things are happening, so we can ignore that or we can take it into the story. I thought that it's something about it's something about the physical presence. I think we write about places that we are present in, because they concern us on a physical level. And that's why we feel them. We can say more because I think that we have intuition that works. And if you are somewhere else in a much more universal place, as for example Chicago, that I am in at the moment, you can be very vigilant and you can be an active observer, but you are always on the surface of things, not inside. And it's also a question of language. No matter how well you know foreign language, you never feel it so well. And it's also about the body feeling of it, or subconscious things about language. And you never feel different realities as well as you feel yours. Thank you. Are there any more questions? May I just thank you so much for these readings and for your work. I think that literature is so essential for individuals, collectives, growth and self-questioning. So thank you for that. But I would just like to react to what Dorota Masowska was saying about how place and language, how it operates in the language, has this kind of bodily dimension and triggering things and people who inhabit, occupy, wander around the cities. And you say that there's the kind of line between as an outsider, perhaps an insider to a place and localities and culture, that you feel them differently. But you know, there are lots of hybrid forms of positionality, of belonging. And in fact, there are lots of migrant writers in English
who write perfectly in English precisely because they are migrant, because they were trained to learn this language. Like, I'm thinking about Ocean Vuong, one of my favorite writers who wrote this book, On Earth We Are Briefly Gorgeous. It was translated into Polish. And it's a letter to his mom, who is a refugee from southern Vietnam. And he writes with this kind of perfect poetic Vietnamese because he had to learn very quickly as a kid because his mom is illiterate. And I'm thinking about Alexandra Hammond, right? He's also not a native speaker of English, yet he writes perfectly, right? So, I mean, I'm just saying that this kind of division, I agree with you, there's a lot of physicality in the space and there's like discourse and language, but at the same time, there are really multiple positionalities and hybrid identities that allow us to be insider or outsider at the same time. And we have examples of that, of migrant writers. Thank you. Thank you. I mean... no doubt there are many 2006 and I don't think she meant also that it's like not possible to I'm not knocking for her, but sorry. Actually I think that it was like being inside, living, knowing your place that you're writing about and not knowing it, and that might be harder, like if you never went to Chicago or just for a week and now you're supposed to write about it. Yeah, it happens. It's not impossible, but most people choose the places they don't have to invent from the scratch, I guess. But everything you said, thank you. It's true. No doubt there are many people who immersed in strange realities very deeply and or totally, and were able or are able to experience it them very thoroughly, but it's not me. Like I need to be in Poland and write about Poland, unfortunately or fortunately, because I think that it might be satisfying and deep enough for a writer just to go deep into things that that he or she already knows. And to some extension, for migrants, both languages are native languages.